der Käfer. Ich nehme ein Stück Ton und mache eine Murmel. Murmel. So, eine schöne Murmel. Noch ein bisschen Wasser, das ist aber wieder weit weg heute. So. Eine schöne Murmel. Ich ziehe vorne eine dicke, fette Gummelnase raus. Ich würge sie raus. Und mache sie schön, da die nicht mehr so kantig ist. Ne? Schön raufklatschen, rauftatschen. So, hier nochmal lang streichen. Und einmal hier so zusammendrücken. So. Und unten nochmal gegendrücken. Wunderbar. Und nochmal ausformen. Die schöne Gummel. So. Nun klatsche ich mir das hier aufs Brett. So, drück schön mit der flachen Hand drauf, da der ein bisschen platt wird. Und streiche die Nase nochmal nach, dass die schön geschmeidig ist. Ringsherum rund. So. Keine Falte, keine Rille, keine Delle. Keine Beule, schön glatt soll sie sein, eine schöne Gummelnase. So. Jetzt drehe ich es um, lege es schön in die Hand und höhle das hier unten aus. Schön mit dem Finger in die Hand drücken. Ich bringe ihn noch mal in Form von außen. Mach alle Beulen weg. Mit feuchten Fingern schön die Oberfläche glätten, schmieren. Wunderbar. Ein schöner, glatter, zukünftiger Käfer. Jetzt brauche ich mal so ein Kerbholz, sowas. Und ich ziehe eine Kopfrille, die den Kopf vom Körper trennt. Ungefähr ein Drittel. So. Gut. Dort habe ich Gaut mockt. Ne? So, eine Rille gezogen. Jetzt kommen hier die Augen rein. Ihr kennt das Spiel vielleicht. Ich drücke zwei Kreise ein. Ein, zwei. Wunderbar. Wenn das hier noch ein bisschen schmierig ist, dann noch einen Moment warten, dass ein schöner Abdruck entsteht. Ne? So. Jetzt brauche ich ein Hölzchen und drücke hier Pupillen rein in die Augen. Eins, ist noch ein Popel dran. Und zwei. Und unter der Nase ziehe ich natürlich noch ein freundliches Lächeln. So. Eine Lachlinie. Die Mundwinkel drehe ich hier ein bisschen raus und fahre mit dem feuchten Finger über die Linie, um sie zu entpopeln und drücke unterhalb der Linie das ein bisschen zurück. Dann kriegt er wie immer ein bisschen Profil. So. Jetzt brauche ich noch mal das Kerbholz und teile hier in der Mitte, drücke ich noch mal eine Linie rein für die Flügel und unten mache ich noch einen kleinen Keil, drücke ich noch von unten nach oben
So. Und dann kann ich natürlich noch den Käfer gestalten. Das Einfachste ist natürlich Punkte. Wird ein Glückskäfer. So, das kleine Hölzchen nehme ich, das dünne Hölzchen, und pick hier oben zwei Löcher in die Linie richtig schön durch. Und da stecke ich dann später Fühler rein, aus Draht oder dünne Zweiglein, was denn gerade so zur Hand ist. Fertig!